Es war ein Spektakel, ein großer Auflauf und ein lautes Getöse. Eine riesige Menschenmenge mitten in einem der größten Festtage in einer großen Metropole. Menschen kamen aus allen Ländern zu den alljährigen Happening und sahen plötzlich Männer, die in ihrer Mitte sich erheben und die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Sie beginnen in einer furchtlosen Art zu predigen. Sie sprechen von den großen Taten Gottes und reden so, dass es jeder hören kann. Ja, sie reden in fremden Sprachen ohne Übersetzer, sodass auch die Touristen aus fernen Ländern sie verstehen können. Großes Erstaunen und Entsetzen. Überkommt die ganze Menge. Verlegenheit macht sich breit. Was soll das werden? Die einen fangen an, über dieses Spektakel zu spotten, zu lachen, ja, zu lästern. Die anderen halten betroffen inne im Angesicht der ernsten Botschaft und es wird ihnen mulmig. Diese sonderbaren Männer wirken hier und dort wunderbare Heilungen. Lahme Menschen gehen, Tote werden auferweckt, Blinde sehen, Menschen sprechen Sprachen, die sie nie zuvor gekannt oder gelernt haben. Und Männer reden von zukünftigen Dingen, die sie nicht hätte wissen können und vollbringen Taten, die unter normalen Umständen nie hätten geschehen können. Was ist hier los? Wir befinden uns im ersten Jahrhundert nach Christus, nachdem Jesus Christus öffentlich gekreuzigt wurde, am dritten Tag auferstanden ist von den Toten und nach 40 Tagen in den Himmel aufgenommen wurde. Und circa 10 Tage später kam es zu dem eben skizzierten Spektakel in Jerusalem, dem sogenannten Pfingsttag. Pfingsten war der Tag, an dem sich die Verheißung von Jesus erfüllte. Seine Nachfolger empfingen den Heiligen Geist, der ihnen verheißen worden war. Allerdings war es ein Tag, der die Bevölkerung spaltete. Es war wie bei der Feuersäule, die Gott Israel beim Auszug aus Ägypten zur Seite gestellt hatte. Für die einen war es die Feuersäule Licht und Schutz, für die anderen war es Finsternis und Schrecken. Die einen fürchteten Gott, die anderen lästerten Gott. Aber was hat es mit diesen Zeichen und Wundergaben auf sich, von denen wir an einigen Stellen der Bibel lesen? Neben der Frage, was es damit auf sich hat, drängt sich die Frage auch auf, gibt es sie denn auch noch heute? Genau dieser Frage gehen wir in der folgenden Stunde nach auf die Spur. Wir werden uns diesem Ereignis rund um Pfingst etwas näher anschauen, zu Gemüte führen, um die Bibel und Gottes Aufgabenplan für seine Gemeinde besser zu verstehen. Das Pfingstfest wird seit jeher als Geburtsstunde der Gemeinde gefeiert. Gott sandte seinen Heiligen Geist auf all diejenigen, die ihm vertrauten, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus als den Messias setzten. Und aus eben dieser Zeit der Apostel stammt die sogenannte Apostelgeschichte. Es ist das einzige von Gott autorisierte Schriftstück der Kirchengeschichte, das inspiriert ist, das über die Geschichte der christlichen Kirche im ersten Jahrhundert in einem detaillierten Bericht Zeugnis gibt. Gott hat dabei den Arzt und Geschichtsschreiber Lukas gebraucht, um das aufzuschreiben. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, fällt immer wieder auf, dass von besonderen Zeichen und Wundern berichtet wird. So zum Beispiel in Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 12, dort steht: Durch die Hand der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Dazu gehörten Heilungswunder, die Sprachenrede, Visionen, Offenbarungen etc. In der letzten Jugendstunde haben wir eine kleine Jugendstundenreihe gestartet, die auch uns noch weitere Male begleiten wird. Und beim letzten Mal ging es um das Thema generell, die Gaben. Was sagt die Bibel über Gaben bzw. über unsere Aufgaben? Und das griechische Wort für Gaben ist Charisma und meint eigentlich Gnadengaben. Und wir haben beim letzten Mal das Thema uns aus drei Perspektiven angeschaut. Zum einen einmal erst den Geber, dann die Begabten und finally dann die Gaben. Und zusammengefasst haben wir festgestellt, dass eine Gabe von Gott kommt, für Gott eingesetzt werden soll, aber auch zum Wohl der Mitmenschen bzw. der Gemeinde gegeben ist. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass die Gaben in den besagten vier Schlüsselstellen, Epheser 4, Römer 12, 1. Korinther 12 und 1. Petrus 4, in Unterkategorien eingeteilt werden können. Und wir haben gesehen, dass es einmal die Rede und die Dienstgaben gegeben hat. Das sind sozusagen die unspektakulären Gaben, in Anführungsstrichen. Aber dann gab es auch noch die Zeichen und die Offenbarungsgaben, die sogenannten spektakulären Gaben. Und um Letzteres geht es in dieser Einheit heute. Heute wird es also spektakulär.
Und wir sehen uns die Zeichen und Wundergaben an. Wobei ich gleich vorweg einmal sagen möchte, dass eine Jugendstunde bei weitem nicht den Anspruch erhebt, auf alle Fragen Antwort zu geben. Daher habe ich auch eine ganze Menge an Literatur, Paper und Bekenntnisse und Hinweise unter das Video in die Beschreibung angeheftet, welche eben die dargelegte Argumentation vertiefen wird. Wenn wir in den folgenden Minuten über die spektakulären Geistesgaben sprechen, müssen wir zunächst eine wichtige Vorarbeit leisten und eine grundlegende Frage klären, nämlich die Frage nach dem richtigen Offenbarungsverständnis der Heiligen Schrift. Was sagt die Bibel über sich und wie kam es zu ihrer Vollendung? Ich habe in dieser Folie einmal dargestellt, das Selbstverständnis der Heiligen Schrift, und da finden wir einige Bibelstellen aufgelistet, und was wir hier sehen, ist, dass die Bibel selber sagt, dass alle Schrift von Gott eingehaucht ist, inspiriert ist, besser gesagt ausgehaucht ist. Das sagt 2. Timotheus 3, 16 bis 17, kann man das nachlesen. Interessant ist, dass im 1. Timotheusbrief, weil manche denken, ja gut, alle Schrift meint das ganze Alte Testament, weil den neutestamentlichen Kanon es noch nicht vollständig zu dieser Zeit gab. 1. Timotheus 5, Vers 18 weist aber darauf hin, dass auch bereits die neutestamentlichen Schriften dazugehören. Und so spricht Paulus im 1. Timotheusbrief 5, Vers 18 davon, dass er zum einen eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium zitiert und das beides mal als Schrift bezeichnet. Sozusagen die Evangelien auch schon dazugehört haben. Und 2. Petrus 3, 16 lesen wir dann noch davon, dass auch die Schriften von Paulus als Schriften bezeichnet werden. Wir lesen in der Heiligen Schrift an unterschiedlichen Stellen immer wieder, dass nichts hinzugefügt oder weggenommen werden soll von dieser Offenbarung Gottes, die diesen sogenannten Kanon inkludiert. Wir lesen, dass der Glauben bzw. der Glaubensinhalt der Heiligen ein für alle Mal überliefert wurde, also quasi abgeschlossen ist. Davon spricht Judas. Und Gott gebraucht vom Heiligen Geist inspirierte Menschen, um sich mitzuteilen. Das war nicht aufgrund ihres Gutdünkens oder ihrer Fantasie, sondern der Heilige Geist trieb die Menschen dazu, das auch niederzuschreiben. Und Gott hat uns mit der Schrift, und so sagt es Petrus einmal, alles, was zum Leben und zum Sterben dient, gegeben. 2. Petrus 1 spricht davon, dass Gott uns ausgerüstet hat mit den Dingen, die wir zum Leben brauchen. Und wenn wir einmal weiterschauen, sehen wir, dass Jesus selber auch sagt, dass seine Worte nicht vergehen werden. Der Heilige Geist führte also die entsprechenden Schreiber in alle Wahrheit hinein und erinnerte sie an die Worte Jesu. Und da ist eine ganz interessante Stelle, die man sich in Ruhe gerne mal durchlesen kann. In Johannes 14 spricht er davon, dass der Tröster, der Heilige Geist, kommt, der sie zum einen daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Das finden wir in den Evangelien. So sagt es Johannes 16, Vers 13. Aber er erinnert sie auch daran, beziehungsweise führt sie in die ganze Wahrheit, und das finden wir detailliert auch noch in den Briefen dargelegt, und dann auch verkündigt ihnen das, was zukünftig sein wird, und davon spricht Johannes 16, Vers 13, quasi die Offenbarung. Da haben wir quasi auch nochmal die Untergruppierung der Kategorien des Neuen Testamentes genannt, wie der Heilige Geist die Schreiber inspiriert und so zu dem führt, was wir heute als das Neue Testament haben. Und Gott befahl explizit, dass es aufgeschrieben werden soll. Es gibt immer wieder Beispiele im Alten Testament, wo wir das sehen. Und so auch im Neuen Testament. Zwischen Alten und Neuen Testament gab es dann die sogenannten 400 stillen Jahre, wo es keine sogenannte Schriftpropheten mehr gab, bis es dann zum Neuen Testament kam, zum Auftreten Johannes des Täufers, Jesus Christus und auch den Aposteln. Der Kanon wurde dann zusammengesetzt und nicht einfach nur, weil es ein Konzil so beschlossen hat, erstellt. Nein, weil die verbreiteten Schriften von selbst auf einen Kanon hin drängten und entsprechend von den Aposteln mit autorisiert wurden und es sozusagen dann auch so zu diesem Abschluss des Kanons kam, wo nichts mehr hinzugefügt oder weggenommen werden sollte, durfte, konnte, weil es so anerkannt war in den Gemeinden. Aus diesen Fakten leitet die Reformation entsprechend das biblische Prinzip der Sola Scriptura-Lehre ab. Allein die Schrift führt uns in die Wahrheit. Die Genügsamkeit der Schrift nennt man es auch. Und allein die Schrift meint damit, die Schrift allein reicht, um zu verstehen, was das ewige Leben betrifft, wie man richtig leben, wie man sterben kann. Und allein die Schrift und neben den anderen Solas wie allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube rettet uns. Und eben auf Grundlage, nicht aus der biblischen Tradition, sondern auf der Grundlage Sola Scriptura, allein die Schrift. Wenn wir über die Zeichen und Wundergabe sprechen,
dann muss uns im gesamten biblischen Kontext auffallen, dass sie nicht das erste Mal im Neuen Testament auftreten. Ich habe vorhin eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte dargelegt. Wenn man die Bibel näher untersucht, stellt man fest, dass es unterschiedliche Heilszeiten oder Epochen gegeben hat, wo immer wieder Zeichen und Wunder aufgetreten waren. Und diese dabei stets mit neuen Offenbarungen Gottes einhergegangen sind. So lesen wir zum Beispiel bei Mose, bei Josua von eben diesen Zeichen und Wundern, die Gott wirkte. Wir lesen das speziell auch nochmal bei Elia und Elisa und dann entsprechend im Neuen Testament bei Jesus und bei den Aposteln. Aus Zeitgründen kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Wer aber möchte, kann sich das gerne nochmal etwas näher zu Gemüte führen. Da gibt es einen spannenden Aufsatz von Pastor Nessvogel, den man auch unter dem Video in der Beschreibung findet. Zusammengefasst, und da zitiere ich Pastor Nessvogel auch einmal, kann man sagen, dass Zeichen und Wunder ein neues Stadium der göttlichen Offenbarung und ihrer Schriftwerdung angekündigt hat, dass Zeichen und Wunder die menschlichen Überbringer der neuen Offenbarung vor dem Volk autorisiert hat und dass Zeichen und Wunder in besonderer Häufigkeit und Massivität die Offenbarung, die Botschaft und die Offenbarung zu übermitteln, nämlich die Botschafter der neutestamentlichen Zeit, beglaubigten. Eigentlich müsste man diesen drei Epochen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, nochmal eine weitere Epoche hinzufügen. Und zwar neben der positiven Verwendung der Zeichen und Wunder, die die Bibel kennt, kennt sie auch die negative Verwendung. Und zwar wird berichtet, dass in der Endzeit es auch nochmal eine Zeit geben wird, wo das unter negativen Vorzeichen auftreten wird. Wir wissen bereits im Alten Testament, als Mose die 10 Plage quasi ankündigte und Gott sie quasi herbeiführte, dass dann auch die Zauberer mitzuhalten versuchten und es ein Stück weit konnten, bis es dann eben nicht mehr ging. Aber sie machten auch etwas mit Zeichen und Wunder, versuchten es, aber im Negativen. Und so lesen wir in der Schrift, dass es in der Endzeit nochmal ein Aufleben dieser Zeichen und Wunder geben wird. Und wir finden ganz unterschiedliche Stellen, zum Beispiel hier 2. Thessalonicher 2, 9, da lesen wir davon, dass wenn der Antichrist kommt, dass dann unter der Entfaltung aller betrügerischer Kräfte und Zeichen und Wunder geschehen wird. Hier steht im Griechischen Pseudozeichen und Wunder geschehen werden. Wir lesen das auch bei Jesus einmal nochmal angekündigt in Matthäus 24, er sagt, es werden falsche Christusse, falsche Propheten kommen. Die werden große Zeichen und Wunder tun und viele verführen. Und Offenbarung 13,13 wird auch nochmal gesagt, dass der Antichrist große Zeichen tun wird. Also unter negativen Vorzeichen. Wir müssen bei diesem Thema Zeichen und Wunder also differenziert herangehen und das Prinzip aus 1. Johannes 4, Vers 1 beachten. Dort schreibt Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das im Hinterkopf habend bringt uns jetzt ein paar ausgewählte Themenbereiche der Zeichen und Wunder, deren Wesen und Aufgabe wir etwas näher zu Gemüte führen möchten, um es besser zu verstehen, was Gott damit bezweckt hat und auch, was uns das heute noch zu sagen hat. Wir sehen uns also in einem Schnelldurchlauf die folgenden neutestamentlichen Gaben mit einer biblischen Bewertung an. Und es mag sein, dass das jetzt hier Menschen hören, die aus ganz unterschiedlichem Gemeindekontext kommen, die sich das hier anhören. Egal aus welchem Hintergrund du vielleicht auch kommen magst, lass dich mit uns einmal darauf ein, dieses spannende Thema zu untersuchen, unter dem Vorsatz, dass göttliche Offenbarung stets über unsere subjektiven Erfahrung steht. Die göttliche Offenbarung steht über unserer subjektiven Erfahrung und nie andersherum. Mache es wie die Menschen aus Beröa, die die Predigt über Jesus Christus, den Messias, hörten. Und dann lesen wir einmal davon, wie es heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhalte. Ich möchte jetzt im Nächsten noch einmal kurz einen Blick drauf werfen, auf diese tabellarische Übersicht. Da sehen wir nochmal das, was ich vorhin schon genannt habe. Beim letzten Mal haben wir uns die Dienengaben angeschaut, Dienstgaben und die Redegaben. Und heute widmen wir uns quasi dem oberen Abschnitt, den Wundergaben, Zeichen und Offenbarungsgaben. Wir sehen rechts eben nochmal die Bibelstellen, wo diese einzelnen Gaben genannt werden. Unser Fokus wird auf dem oberen Teil sein. Wir beginnen mit dem ersten Teil, beziehungsweise einmal ganz kurz der Übersicht. Wir gucken uns einmal die Gabe der Apostel an, dann das Thema der Heilung, Prophetie, aber auch dann abschließend die Sprachenrede. Und wir starten mit dem ersten Teil, nämlich dem Thema der Apostel. Und es wird an zwei Bibelstellen einmal das Thema der Apostel aufgegriffen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 in dieser Liste und in Epheser 4 wird gesagt, dass Gott
Apostel eingesetzt hat. Und in Epheser 4 wird das auch nochmal aufgenommen. Jetzt fragen wir, was hat es mit diesen Apostel auf sich? Apostel heißt vom griechischen Urtext her einfach ein Gesandter. So die wörtliche Übersetzung. Und er musste nach einer wichtigen Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 21, eigentlich Zeuge von der Taufe Jesu sein bis hin zur Himmelfahrt. Kurz den Herrn Jesus gesehen und seine Wunder mitbekommen haben. Das ist die Voraussetzung. Und Apostelgeschichte 1 lesen wir vom Kontext her. Judas Iskariot hat sich erhängt, er hatte Selbstmord begangen. Und jetzt waren sie auf der Suche nach einem 12. Apostel und waren dann in Matthias fündig geworden. Und die Kriterien waren eben die, die wir hier in diesen beiden Versen vorfinden. Aber das waren nicht alle Apostel. Wir wissen, dass es noch einen wichtigen weiteren Apostel gab. Paulus, der Apostel der Heiden. Wir lesen über ihn in Römer 1, Vers 1, wie er selber sich als berufener Apostel bezeichnet. Und interessanterweise im Römerbrief weiter, dann Kapitel 11, Vers 13, da spricht er von sich selbst, dass er Apostel der Heiden ist, dass er ausgesondert ist, um das Evangelium an die Heiden zu bringen. Paulus ist also noch später dazugekommen und er bezeichnete sich, Achtung, einmal als unzeitige Geburt, weil er eben so spät hinzugekommen ist und weil er eben die Gemeinde verfolgt hat und dass Gott bzw. dass Jesus ihm zuletzt erschienen war, ihm, wie er sagt hier, gleichsam eine unzeitige Geburt. Also er sieht selber, dass er als Ausnahme noch hinzugekommen ist später und dass er eben sogar die Gemeinde verfolgt hat. Deshalb bewertet er sich selbst an dieser Stelle so, aber wird in der Bibel eben auch als Apostel gekennzeichnet, weil Jesus ihm erschienen ist. Und wir lesen interessanterweise in einem Diskurs mit den Korinthern, die sein Apostelwesen in Frage stellen, wie er sich ihnen gegenüber verteidigt. Und schaut mal, was er dort sagt. Er rühmt sich und erzählt ihnen auf, was Gott durch ihn schon alles gewirkt hat, um ihnen vor Augen zu stellen, dass er sehr wohl ein autorisierter Apostel ist. Und er sagt, dass die Zeichen eines Apostels unter euch, Korinthern, gewirkt wurde. In aller Geduld und Zeichen, in Wunder und Kraftwirkung, da haben wir uns wieder. Und da sagt Paulus über sich selbst, dass das sozusagen sein Erkennungsmerkmal ist, weshalb er Apostel genannt werden kann, weshalb er eine Autorität des Apostels hat. Und interessanterweise spricht er hier von Zeichen und Wundern, die entsprechend die Apostels gekennzeichnet haben. Wir sehen also, Apostel waren offizielle Apostel, Apostel Jesu Christi, hatten einen einzigartigen Zeichen- und Zeugendienst, waren Augenzeugen von Jesus Christus. Und sie haben so den Grund für die christliche Kirche gelegt. Und das beschreibt uns Paulus auch noch einmal in Epheser 2, in ein paar Versen, wo er selber auch nochmal sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und dann geht es weiter, Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und hier ist nochmal die Rede von der Grundlage der Apostel. Und hier ist genau von den Apostel die Rede, die wir jetzt gerade in den Versen vorher uns schon angeschaut haben. Zusammengefasst heißt das also, die Apostel waren Augen und Zeitzeugen von Jesu Leben und Auferstehung und sie waren von Jesus berufen worden. Darüber hinaus legten sie die Grundlage für das Neue Testament und legten damit das Fundament für die neutestamentliche Gemeinde. Das heißt, die Schriften stammten also aus ihrer eigenen Feder direkt oder aus Leuten, die direkt Kontakt zu ihnen hatten. Sie empfingen Offenbarungen von Gott, die aus ihrer Art so nicht mehr gegeben wird und auch nicht mehr gibt, da sie auch nicht mehr nötig sind, weil die Bibel entsprechend abgeschlossen ist. Gottes Geist sprach zu ihnen direkt verbal und gab ihnen das Wort Gottes, da es eben noch kein Neues Testament gab. Und Gott rüstete sie aus mit besonderer Fähigkeit und Gaben, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das zusammengefasst sind Apostel bzw. sind die Aufgaben der Apostel. Wenn wir das jetzt gesagt haben, müssen wir feststellen, dass es keine apostolische Nachfolge der Apostel gegeben hat. Es gab Menschen, die sich hier im Umfeld aufhielten, die dort lebten. Aber weder der Papst noch die sogenannte neue apostolische Kirche sind deren Nachfolger. Die neue apostolische Kirche zum Beispiel vertritt die Irrlehre, dass sie selber sagen, dass das Apostelamt heute noch gibt. Sie sagen zum Beispiel,
dass es das Apostelamt heute durch sie weitergeführt wird, dass die Bibel nicht das einzige Fundament des Glaubens ist und dass eben diese Bibel, ja, nee, dass die Apostel die Macht haben, Sünden von uns abzuwaschen, so sagt es das Neuapostolische Gesangbuch in einem Lied. Dann sagen sie weiter noch, dass die Apostel die Geretteten in das Buch des Lebens schreiben. Diese ganzen Punkte kann man vom Neuen Testament eindeutig widerlegen und sind Irrlehren, die die sogenannte Neuapostolische Kirche lehrt als eine Richtung, die das fälschlicherweise für sich beansprucht, dass es diese Apostelschaft noch weiter gibt. Wichtige Pastoren aus der frühen Kirche, die man auch Kirchenväter nennt, wie Justin der Märtyrer oder auch Johannes Chrysostomus, sie sprachen auch davon, dass es die Apostel gab. Aber interessanterweise, obwohl sie zeitlich gesehen noch relativ nah dran sind, dass sie keine Apostel mehr sind. Und ich habe euch ein paar Beispiele herausgesucht. Zum Beispiel Ignatius von Antiochien. Da sagt er selbst, ich erteile in diesen Punkten keine Befehle, als ob ich ein Apostel wäre, aber als euer Mitknecht. Also er selber beansprucht für sich selbst nicht, ein Apostel zu sein, im Sinne von, wie es die Apostel wie Paulus und ähnliche waren. Justin der Märtyrer spricht dann auch nochmal von den Memoiren der Apostel, ohne sich da hinzuzufügen und zu sagen, ich bin auch einer von ihnen. Johannes Chrysostomus, der große Prediger, spricht auch einmal davon und sagt und spricht von der Zeit der Apostel und grenzt sie somit ab zu seiner Zeit. Einfach ein paar Zeitzeugen der frühen Kirche, wie das die sogenannten Kirchenväter auch so verstanden haben, dass die Apostelzeit eine besondere Zeit war. Und Jesus selbst, und damit komme ich bei diesem ersten Teil zum Schluss, stellt den besonderen Stellenwert der Apostel einmal nochmal mit folgenden Worten hervor. Er sagt, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben, meinen Anfechtungen, also die auch nochmal Zeugen seiner Leiden gewesen sind. Und so begebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Und das ist eine besondere Bewertung, die er hier nochmal vornimmt, wo er auch nochmal diese Apostel speziell auszeichnet. Wie wir gesehen haben, hatten Apostel eine ganz spezielle Aufgabe, Autorisierung und Offenbarungsdienst von Gott empfangen. Und wiewohl es ja Apostel gibt in dieser Gabenliste, die wir gesehen haben, gibt es sie heute in dieser Art und Weise nicht mehr. Nun stellt sich aber die Frage, was mit den anderen Gaben ist. Was ist mit der Gabe der Heilung? Nachdem wir die Apostel angeschaut haben, schauen wir uns die Gabe der Heilung einmal an. Und auch hier finden wir als Grundtext einen Text in 1. Korinther Kapitel 12. Und dort wird nochmal die folgende Beschreibung gegeben, wo Paulus uns die unterschiedlichen Gaben auflistet. Und dann auch einem anderen sagt er hier, er spricht von den Gnadengaben der Heilungen, demselben Geist, von den Gnadengaben der Heilungen spricht er hier. Was ist damit gemeint? Die offensichtliche Antwort auf diese rhetorische Frage am Schluss, er sagt nämlich, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte? Das ist eine rhetorische Frage, die man mit Nein beantworten muss. Und die offensichtliche Antwort auf diese rhetorische Frage zeigt schon, dass damals in der apostolischen Zeit es eben eine Heilungsgabe gab, aber es nicht alle hatten. Aber die Bibel berichtet in der Apostelgeschichte immer wieder von einzelnen Protagonisten, die auf besondere Art und Weise die Heilungsgabe besaßen. So wurde zum Beispiel von außergewöhnlichen Heilungsmomenten berichtet, wie zum Beispiel in diesen 5 Punkten. Da haben wir einmal ein paar Beispiele aus der Apostelgeschichte herausgenommen. Da wird gesprochen von Petrus und von Johannes, wie sie einen Gelähmten wieder geheilt haben in einem Moment. Wird von Ananias gesprochen, wie er dem blinden Saulus die Augen öffnet. Wird von Petrus gesprochen, wie er die tote Tabitha auferweckt. Und es wird übrigens auch davon gesprochen, das ist eine sehr interessante Stelle, wie Gott durch die Schweißtücher und die Gürtel des Paulus Kranke heilte. Und wie Gott durch Paulus auf der Insel Melite viele Menschen wieder gesund machen ließ und durch ihren Dienst Kranke wieder genesen ließ. Was genau kennzeichnete diese Heilung im Neuen Testament? Die entscheidende Kennzeichen der Heilung im Neuen Testament haben wir ja auch nochmal zusammengefasst. Und das ist jetzt wichtig. Sie hingen nicht vom Glauben des Geheilten ab. Eine ganze Menge an Bibelstellen, wo man das nachlesen kann. Sie hingen nicht von dem Glauben des Geheilten ab. Sie geschahen nicht für Geld. Man konnte sich die Heilung nicht erkaufen. Sie waren stets vollständig. Sie waren unbestreitbar.
sodass sogar die Feinde das dann entsprechend auch sagen mussten. Es ist ein offensichtliches Zeichen geschehen, was wir nicht widerlegen können, heißt es zum Beispiel auch bei Lazarus, bei der Auferweckung von Lazarus. Und sie geschahen augenblicklich und spontan und bestätigten stets eine wahre Botschaft. Das sind sozusagen die Kennzeichen der Heilungen im Neuen Testament. Jetzt mag man diesen Befund einmal mit der Unmenge an Scharlatanerie vergleichen, die man in der weiten Welt so vorfindet, wo es sich auch als Heilung dann genannt wird. Und so gibt es die sogenannte Wort des Glaubens-Bewegung, die sagt, ein berühmter Vertreter McConnell sagte einmal, dass Heilung ein vollbrachter Akt des Glaubens sei, der sich aber nicht sofort als physikalische Tatsache am Körper des Gläubigen manifestiert. Zwischen dem Bekenntnis, sagt er, der Heilung und ihrer Manifestation können der Gläubige Symptome einer Krankheit erfahren. Diese Symptome seien nicht die Krankheit selbst, sondern vielmehr geistliche Köder, mit denen Satan versuche, den Gläubigen zu einem negativen Bekenntnis zu verführen, um dadurch seine Heilung zu verwirken. Wenn man das mal mit dieser Liste hier vergleicht, ist das nicht deckungsgleich und nicht das, was die Bibel unter Heilung versteht. Ich diskutierte erst kürzlich mit einem Vertreter dieser Glaubens- oder Geisteshaltung. Und worauf das im Letzten hinausläuft, ist egal. Also wenn es an deinem eigenen Glauben im Letzten liegt. Egal, ob es man es zugeben wird oder nicht. Dass man sagen muss, wenn man wirklich glaubt, muss man auch gesund werden oder sein. Im Gegenzug bedeutet das dann auch, also fordert sozusagen diese Wort des Glaubensbewegung, wenn man nicht gesund ist, muss man seinen Glauben stets hinterfragen. Und das widerspricht dem, was die Bibel an sich sagt, weil die Bibel sagt, dass es nicht von dem Glauben letztendlich abgehängt hat. Ich war einmal zufällig in einer arabischen Gemeinde gelandet, in einem arabischen Gottesdienst der niedersächsischen Landeshauptstadt und erfuhr zu meiner Verwunderung, dass es an dem besagten Abend einen Heilungsgottesdienst stattfand. Es war dann zu spät zu gehen. Nach kurzer Ansprache, Predigt kann man das nämlich nicht nennen, wurden dann Menschen nach vorne gerufen, für die gebetet werden sollte. Da war dann auch eine Frau dabei, die in einem Rollstuhl nach vorne kam und vorweg hatte der Redner dann lautstark gesagt, heute ist die Kraft Gottes hier. Neben dieser Erwartung kam auch die Rollstuhlfahrerin nach vorne und so wurde gebetet. Aber nicht nur das, es wurde plötzlich auch gerufen, laut gerufen, irgendwas auf Arabisch, was ich nicht verstanden habe. Und so wurde sie aufgefordert aufzustehen. Sie konnte nicht aufstehen. Das Ende vom Lied war, dass die Rollstuhlfahrerin den gleichen Weg so zurückging, wie sie ihn hingekommen war, im Rollstuhl. Die Ironie derartiger Heilungsveranstaltungen hat folgende Schlagzeile einer Tageszeitung mit einem Hinweis zu einem sogenannten Heilungsgottesdienst auf den Punkt gebracht. Heilungsveranstaltung wegen Krankheit abgesagt. Eine Reihe von paraliturgischen Heilungen und Genesungsgottesdienste in 4 katholischen Kirchen wurde in dieser Woche wegen Erkrankung des Redners abgesagt. Es gibt unzählige solche Berichte, wo selbsternannte Heilungsprediger durch das Land ziehen und vor allem durch arme Länder reisen und die Menschen von sich abhängig machen wollen, indem sie ein falsches Evangelium verkündigen, eine falsche Heilung und eine falsche Hoffnung verkündigen. So wird von bibeltreuen Missionaren berichtet, dass als sie nach Afrika kamen, in eben diese Region kamen, wo jene Fake-Wundertäter ihr Unwesen getrieben hatten und die Offenheit für das Evangelium war dort gegen null. Die Heilungsverkündiger hatten einen falschen Jesus und damit ein falsches Evangelium verkündigt. Tja, und sie kamen dorthin und was sie vorfanden, war im Letzten verbrannte Erde. Wie viel Zerstörung wurde durch Wohlstandsevangelisten wie Reinhard Bonnke, Benny Hinn und viele mehr angerichtet, die mit ihrem Health, Wealth, Prosperity Gospel die Menschen verführten, indem sie sagten, nur wenn du richtig glaubst, wirst du auch gesund. Man möge sich hierzu nur einmal Galater 1, Vers 8 bis 9 durchlesen, wo die Warnung davor steht, dass man ein falsches Evangelium verkündigt. Zum Thema Wohlstandsevangelium werden wir zukünftig noch eine eigene Jugendstunde haben, darüber näher aufklären und auch das echte Evangelium hochhalten. Was hat es nun aber mit dem Thema Heilung auf sich, wenn wir zum praktischen Gemeindeleben kommen? Gibt es heute noch geistliche Spezies, die den Hausarzt ersetzen können? Nun, wir als Gemeinde sind dankbar, dass wir ein paar tatkräftige Ärzte und Mediziner in unserer Gemeinde haben können, die Gott begabt hat, auf medizinischem Fachgebiet guten Rat und Hilfe zu geben.
Aber als Gemeinde haben wir die biblische Überzeugung, dass es heute keine christlichen Medizinmänner mehr gibt. Es gibt heute keine Medizinmänner, die apostolische Heilungsgabe besitzen. Und es ist dabei eine interessante Beobachtung, dass, wiewohl es im Neuen Testament die Heilungsgabe gab und das wohl auch bei den Aposteln vorlag, immer wieder aber auch Situationen beschrieben werden, wo bedeutende Christen eben nicht geheilt werden konnten. Und da haben wir einmal drei Beispiele, die wir uns herausgenommen haben. Und zwar finden wir das einmal bei Timotheus. Timotheus hat ein Unwohlsein und Paulus sagt zu ihm, hey, trink ein bisschen Wein, dann wird's wieder. Wir finden das bei Trophimus. Paulus sagt, er musste Trophimus zurücklassen, krank in Milet, er konnte ihn nicht heilen. Und Paulus selber als Person, viele Ausleger vermuten, dass er ein Augenleiden hat. Da gibt es ein paar Hinweise. Zum einen, dass er in Apostelgeschichte 23 eigentlich einen bekannten geistliches Oberhaupt vor sich stehen hat und dann aber nicht genau beurteilen konnte, wer das gewesen ist, weil er den Auftrag gegeben bekommen hat, von einem Knecht eben geschlagen zu werden. Und das lässt darauf vermuten, dass Paulus nicht so ganz richtig sehen konnte. Und Galater 4, Vers 15 spricht er nochmal davon und sagt, dass die Galater ihm, wenn sie könnten, ihr Auge ihm gegeben hätte. Das heißt, da war irgendwas mit seinem Auge gewesen. Und das hatte er wohl mit sich getragen als Leiden. Wir lesen auch in 2. Korinther 12 davon, dass er geschlagen wurde, dass er Anfechtungen hatte, dass er körperliche Leiden wohl hatte, wo er nicht von jetzt auf gleich loswerden konnte, wo Christus ihm sagt, lass dir in meiner Gnade genügen. Und so sehen wir an diesen Beispielen, dass bereits zur neutestamentlichen Zeit, wiewohl es die Heilungsgabe gab, man auch nicht damit machen konnte, was man wollte. Wiewohl es heute nicht mehr die apostolische Heilungsgabe gibt, sehen wir auch zur damaligen Zeit schon, dass Christsein eben nicht bedeutet, du musst immer gesund sein. Und in Römer Kapitel 8 und in 1. Korinther 15, da lesen wir und werden wir daran erinnert, dass wir eben einen sterblichen Leib haben, der vergehen wird und dass wir in der Ewigkeit einen neuen Leib bekommen werden, der dann ohne Krankheit, ohne Leid sein wird. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, dass wenn auch unser äußerlicher Mensch aufgerieben wird, der innerliche von Tag zu Tag erneuert wird. Das war jetzt einmal die Negation bei dem, was ich gesagt habe und was wir einmal feststellen müssen. Also es gibt die Heilungsgabe, wir lesen sie bei den Aposteln, aber selbst damals gab es schon gewisse Einschränkungen. Und da es eben wohl an die Apostel geknüpft ist, glauben wir, dass es diese Heilungsgabe heute an Personen geknüpft so heute nicht mehr gibt. Wiewohl es heute nicht mehr diese apostolische Heilungsgabe gibt, möchten wir aber ausdrücklich betonen, dass wir sehr wohl an einen Gott glauben, der Wunder tun kann. Und er kann diese Wunder tun, wann und wo es ihm gefällt. Und wo er Heilung schenken möchte, kann er das tun. Aber der Unterschied eben zur Schwärmerei ist, dass wir nicht darüber verfügen können, sondern das Ergebnis Gott überlassen. Wir wollen Gott ernst nehmen und stimmen deshalb auch fest mit der Schrift überein, wenn es heißt in Psalm 72, gepriesen sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Oder einmal im Lukas 1, 37, da heißt es auch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, das glauben wir und das bekennen wir auch. Und deshalb wollen wir auch dazu ermutigen und deshalb ermutigt uns die Schrift auch dazu, Gott unsere Not vorzubringen und auch, wo schwere Krankheit ist, sie Gott zu nennen. Und so Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann. Wir sind dabei aber der Überzeugung als Gemeinde, dass eben für uns als Gemeinde bezüglich Krankheit und Heilung Jakobus 5 gegeben ist. Jakobus 5, Vers 13 bis 16 fasst nochmal das zusammen, was wir glauben, dass gerade für die Gemeindezeit gegeben ist. Es steht hier, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hier wird davon geredet, dass wenn einer krank ist, dann soll er die Ältesten rufen. Also das soll von dem Kranken selber ausgehen. Er soll sie zu sich rufen. Und Achtung, was jetzt hier beschrieben wird, das ist nicht Magie. Das hat nichts mit der sogenannten letzten Ölung zu tun, was ein Sakrament in der katholischen Kirche ist, was die Bibel nicht kennt. Was wir hier finden, ist, dass
die Ältesten zu dem Kranken kommen sollen, dass sie über ihn beten sollen. Und im griechischen Grundtext ist der Schwerpunkt auf dem Gebet gelegt. Es ist hier noch die Rede davon, dass er mit Öl gesalbt werden soll, im Namen des Herrn. Das ist kein magischer Akt, der hier genannt ist. Das hat sehr wahrscheinlich wieder mit einem medizinischen Grund, das sehen wir ja zum Beispiel auch beim Samariter, beim barmherzigen Samariter oder auch im Psalm 23, dass man mit Öl salbt. Aber sehr wahrscheinlich auch noch mehr einen symbolischen Aspekt, nämlich, dass es Gottes Gegenwart markieren möchte oder einfach bestätigen möchte. Nicht in einem magischen Akt, aber auf eine Art und Weise, wo es den Kranken daran erinnern soll, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott heilen kann. Es ist nicht so, dass man mit diesem Öl irgendwas anfangen kann, dass da was Magisches drin ist, aber dass sehr wohl hier eine Verheißung darauf liegt, dass einmal die Ältesten, also aus der Gemeinde, gerufen werden sollen, über dem Kranken beten werden sollen. Und so kann Gott Heilung schenken. Das heißt nicht, er muss es, aber Gott kann es tun. Und gerade dieser Vers 14 legt einfach nochmal einen großen Aspekt drauf. Zum einen die Verbindlichkeit, dass man eine Gemeindeleitung hat, dass man Ältesten rufen kann und dass man eben entsprechend um Gebet bitten soll und dass die Gemeinde für Kranke beten soll und dass Gott, wenn er möchte, auch Heilung schenken kann. Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir jetzt bei diesem Punkt zum Schluss kommen, noch auf zwei Literaturhinweise eingehen. Und zwar einmal die Joni Erickson, die eine spannende Biografie hat, weil sie nicht geheilt wurde. Aber gerade dadurch, dass sie im Rollstuhl blieb, ein übermäßiges Zeugnis zu Gottes Ehre und eine übermäßige Ermutigung für viele geworden ist, wie sie durch diese Zeit gegangen ist. Und auf der linken Seite ein Buch, was sich nochmal vertieft mit diesem Thema beschäftigt, Heil oder Heilung, Dienst am Kranken im 21. Jahrhundert. Ja, wir glauben daran, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann und Menschen gesund machen kann. Aber wir wissen, dass Gott es tun kann, wenn er es möchte und nicht, weil wir ihn dazu zwingen können. Ab hier betreten wir jetzt die zweite Halbzeit und wenden uns der prophetischen Gabe zu. Wir schauen uns, nachdem wir die Apostel und die Heilung gesehen haben, jetzt noch die Prophetie im dritten Aspekt an. Wir nehmen ja auch hier wieder ein paar Eingangsverse vor. Wir sehen hier im 1. Korinther 12 und wieder Epheser 4 die Gabenliste. Und hier finden wir auch, dass Propheten genannt werden und dass auch nochmal von etlichen Propheten gesprochen wird zu dieser Zeit. Nun stellt sich die Frage, gibt es auch heute noch biblische Propheten? Wir müssen zur Beantwortung dieser Frage erstmal klären, was Prophetie ist und dann klären, was zum biblischen Maßstab der Propheten gehört. Prophetie ist zunächst göttliche Vorhersage von zukünftigen Dingen, die dann auch exakt so eintreten. Personen, die diese Prophetie im Namen Gottes verkündigen, nennt man Propheten. Die Bibel gibt uns dafür einige wichtige Merkmale echter Propheten und das finden wir in dieser folgenden Liste einmal aufgelistet. Ich kann nicht weiterklicken. Jetzt geht's weiter. So. In dieser Liste finden wir, dass ein Prophet direkte neue Offenbarung Gottes brachte, dass er im Namen des Herrn redete, dass er ein integeres Leben haben musste und dass der Prophet mit seiner Prophezeiung eine hundertprozentige Trefferquote haben muss. Und gerade diesen letzten Aspekt möchte ich dir einmal herausgreifen und uns einmal vorlesen in 5. Mose. Und dort steht, alle diese Punkte sind wichtig, aber ich möchte gerade mal diesen letzten nochmal herausgreifen, weil er uns diese hundertprozentige Präzision des Propheten vor Augen führt. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben, sagt Gott. Dann heißt es weiter, wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Wir sehen an dieser Stelle, wie krass Gottes Anspruch ist, dass falsche Propheten, ein falsches Prophetentum im Alten Testament sogar die Todesstrafe nach sich zog. Das zeigt, wie ernst es Gott ist und wie sehr er Fake News in seinem Namen verachtete.
Ein Prophet redet von zukünftigen Dingen, die dann auch genau so eintrafen. Und an dieser Stelle sehen wir nochmal, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist und nicht der Lüge. Und deshalb grenzte er das an dieser Stelle auch so krass ab. Er konnte anhand dessen, ob die Dinge eintrafen oder nicht, als echter oder falscher Prophet verifiziert werden. An ihm wurde darüber hinaus auch aufs Schärfste ein ethisch-moralischer Standard gelegt, woran sich ein echtes Prophetentum bestätigen oder widerlegen ließ. Das Neue Testament, wir haben schon davon gelesen, spricht ja auch von Propheten. Und das Wort Prophet heißt einfach übersetzt, jemand, der etwas vorhersagt oder etwas vor jemanden verkündigt. Wir lesen sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament immer wieder davon und finden im Alten Testament zum Beispiel die 12 kleinen Prophetenbücher, lesen aber auch im Neuen Testament, dass es da Propheten gegeben hat. Und jetzt fragen wir noch mal etwas näher genau, was es damit auf sich hat zur neutestamentlichen Zeit und auch für uns als Gemeinde heute. Und da kommen wir zu einer ganz wichtigen Schlüsselstelle. Die Schlüsselstelle finden wir in 1. Korinther Kapitel 13. In eben diesem Kontext von 1. Korinther 13 werden wir uns jetzt gerade mal noch einen Moment aufhalten. Und wir müssen diesen Kontext jetzt beachten, weil wenn wir diesen Hinweis, der uns dort gegeben wird, beachten, dann ja, vergreifen wir uns nicht an den Zeichen und Wundergabenkasten, sondern erfahren, wozu Gott es eigentlich gegeben hat und was die Bestimmung auch der prophetischen Gabe ist, um es nicht durcheinander zu bringen. Dazu gehört nämlich, der Kontext vom 1. Korintherbrief ist, dass die Gemeinde so ziemlich alles durcheinander gebracht hat, was man durcheinander bringen kann. Und Paulus muss sehr viel anordnen und wieder zurechtbringen. Und dazu gehört neben dem ethisch-moralischen Zustand der Gemeinde auch der Umgang mit dem Abendmahl und dann eben auch den Geistesgaben. Und in eben diesem Kontext wendet sich Paulus jetzt in 1. Korinther 13 zum Hohelied der Liebe und ordnet alle anderen Gaben, die er zuvor aufgezählt hat, unter die Liebe. Die Liebe, die geduldig und gütig ist, die nicht neidet, sondern die Wahrheit liebt, die sich nicht vom Bösen überwinden lässt bzw. am Bösen erfreut, sondern an der Wahrheit, die nicht prahlt, die nicht sich aufbläht, alles erträgt, glaubt, hofft und erduldet. Sie ist die größte Entfaltung dessen, was wir als göttliche Liebe kennen. Unsere Gesellschaft hat diese kostbare Gabe Gottes in das Gegenteil pervertiert und verkehrt. Sie hat vergessen, was die eigentliche Bedeutung von Gottes Plan durch seine Liebe auch ist oder mit seiner Liebe auch ist. Und deshalb ist die Liebe in vielen erkaltet. Aber wo Paulus die göttliche Liebe besingt und damit die Korinther dazu einlädt, ihr zu folgen, heftet er plötzlich ein Expiry Date an. Er nennt plötzlich ihr Haltbarkeitsetikett. Und das finden wir jetzt in 1. Korinther 13, Vers 8 geschrieben. Und dort steht: Die Liebe hört niemals auf. Expiry Date von der Liebe ist, dass sie keins hat. Paulus sagt an dieser Stelle, das Ablaufdatum der Liebe, ja, es hat auch 8 Zeichen, aber Achtung, es sind nicht 8 Zahlen, sondern es sind 8 Buchstaben. Ewigkeit. Kurz, die göttliche Liebe bleibt in Ewigkeit und vergeht nie. Die Liebe ist, was uns hier in dieser Zeit schon mit der Ewigkeit verbindet. Nun ist das schön und gut zu wissen, aber warum schreibt Paulus das hier? Weil er in den nächsten Zeilen fortfährt, um ein tatsächliches Ablaufdatum von Gaben zu nennen, deren Haltbarkeit nicht so lange bestimmt ist wie bei der Liebe. Ich lese einmal 1. Korinther 13, Vers 8 bis 13. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnisse, sie werden weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe.
Hier haben wir es. Die Weissagung ist ein Synonym für Prophetie. Und jetzt wird hier gesagt, dass eines Tages die Weissagung weggetan werden wird. Es gibt also Gaben, die ein Ablaufdatum haben. Und dazu gehört auch die Weissagung, die Prophetie. Die Frage, die wir Paulus jetzt stellen wollen, ist, was ist mit dieser Weissagung? Wann hört sie auf? Und wir bekommen die Antwort in Vers 10 vor Augen gestellt. Wer da aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Die 1 Million oder 1 Million Dollar oder Euro Frage ist jetzt natürlich, was ist das Vollkommene? Wenn wir diese Frage geknackt haben, können wir eine klare Einordnung der Prophetie für uns heute auch vornehmen. Und später übrigens auch der Sprachenrede. Es gibt 3 Deutungen, bekannte Deutungen für das Vollkommene. Zum einen vollkommen im Sinne von vollendet, das Ideal, sagen einige Ausleger, bezogen auf die Wiederkunft Jesu, wenn Jesus wiederkommen wird und wir vollendet werden. Zum zweiten das Gereiftsein, ein gewisser Zustand der Gemeinde zu einer gewissen Zeit während der Kirchengeschichte. Und zum dritten die Vollendung des Kanons, das Vollkommene, der Kanon, der komplettiert ist. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, auf die einzelnen Argumente für und wider. Es gibt aber ein sehr spannendes englisches Paper, was ich auch in der Videobeschreibung angeheftet habe, was ich zum näheren Studium einmal wärmstens ans Herz legen möchte. Und die Bedeutung von dem Begriff des Vollkommenen zu verstehen, müssen wir jetzt einmal ganz kurz in den 5. Gang schalten und noch einmal alle Konzentrationen zusammennehmen. Ich bin nämlich davon überzeugt und wir als Gemeinde sind davon überzeugt, dass Vollkommene im Sinne von komplett Gottes Wort, die Fertigstellung der neutestamentlichen Schriften meint. Und folgende Argumente stützen diesen Standpunkt. Wenn der Grund durch die Apostel gelegt wurde und die Apostel die Offenbarungsträger und Augenzeuge Jesu Christi gewesen sind, haben ihre Schriften zur entscheidenden Reife der Gemeinde beigetragen. Und wir haben damit Gottes vollkommene Offenbarung vorliegen. Wir hatten davon in Epheser 2, Vers 20 schon gelesen, dass die Apostel den Grund gelegt haben. Und es ist interessant, dass wir auch nochmal an einer anderen Stelle in Philipper 3 davon lesen, wie Paulus selber sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Für Richtschnur steht im Griechischen das Wort Kanon. Und an dieser Stelle sehen wir also, dass wir eine Richtschnur von Gott gegeben haben, den wir heute als den Kanon vorliegen haben, der uns als Orientierung, als das Vollkommene gegeben ist. In Vers 12 der vorherigen Stelle von 1. Korinther 13 haben wir darüber hinaus ja auch gelesen, wie Paulus sagt, dass er ja zum einen von mittels eines unklaren Spiegels etwas sieht, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Und auch das kann am besten erklärt werden, indem man das Vollkommene mit der Komplettierung der Bibel oder des Neuen Testaments, der Schriften, verwendet. Und zwar gibt es eine Stelle im Neuen Testament, wo dieser Begriff des Spiegels nochmal aufgenommen wird. Und zwar bei Jakobus. Jakobus sagt in dieser Stelle und hört einmal auf diesen Text, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist, ist nicht und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist eine ganz wichtige Parallelstelle zu 1. Korinther 13, die uns vor Augen stellt, dass das Vollkommene eben das Wort Gottes ist. Und interessanterweise spricht Paulus von diesem undeutlichen Spiegel und von diesem vollkommenen Spiegel, wo man sein Angesicht von Angesicht zu Angesicht sieht. Und man weiß aus der Zeit von Korinth damals, dass Korinth sehr bekannt war, dass sie Spiegel hergestellt haben. Und deshalb war dieser Begriff, was Paulus hier verwendet, den Korinthern bekannt. Dieses Vollkommene, das unser Angesicht ja, wie der Spiegel beziehungsweise uns erkennen lässt, ist Gottes Wort. Und das tut Gott durch seinen Geist, indem er uns zeigt, wer wir sind, wer Gott ist und uns in die vollkommene Wahrheit führt. Es geht weiterhin hier um einen quantitativen Unterschied.
der deutlich macht, dass viel Weissagung und Sprachenrede mit einer vollkommenen Offenbarung kontrastiert wird. Und das passt ja auch perfekt in dieses Bild, was Paulus hier nennt. Und Paulus verwendet jetzt hier noch eine Analogie in 1. Korinther 13. Er spricht davon und sagt, vergleicht diesen Aspekt und sagt, dass er wie ein Kind redete. Und dieses Reden, wie ein Kind reden, kann man parallelisieren mit der Sprachenrede. Kommen noch dazu. Wie ein Kind denkt, und das kann man schön parallelisieren mit der Erkenntnis, die er hier erwähnt. Er spricht weiter in 1. Korinther 13 davon, dass er wie ein Kind urteilt, entspricht der Weissagung. Das ist alles nur Stückwerk. Und dann sagt er, wenn er aber zur vollkommenen Mannesreife kommt, und diese Mannesreife, das meint diesen Moment des Bar Mitzwas, wo er sozusagen vom Junge zum Mann wird, in der die Kindlichkeit weggetan wird, er zur vollen Reife kommt, dort ist dann das Vollkommene da. Und das Vollkommene, wie gesagt, wird gegenübergestellt gegen diesem Stück Werk, das seinen Ort und Platz und seine Zeit gehabt hat, aber dann von dem Vollkommenen abgelöst wird. Inwiefern das Vollkommene der abgeschlossenen Offenbarung in Gottes Wort entspricht, kann man neben der bereits genannten Stelle aus Jakobus noch an anderen Stellen einmal nachweisen. Und ich habe einmal nochmal die Stelle hier von Psalm 19 aufgelistet. Dort steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmung des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Nachdem wir diesen durchaus wichtigen exegetischen Schritt erarbeitet haben, bleibt natürlich die Frage, ja, was soll das denn alles im Neuen Testament dann mit der Prophetie? Was hilft uns das heute, wenn es keine Prophetie mehr gibt, dass es hier so auch erwähnt wird? Wir haben hier einen ganz wichtigen Hinweis von Petrus. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Es spricht hier Petrus von Propheten, die mit der Vollendung von Gottes Wort durch Lehrer ersetzt werden. Er sagt, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Hier werden Propheten mit Lehrer verglichen. Wenn die Offenbarung vollständig ist, braucht es keine weitere Offenbarung mehr. Gott hat für die apostolische Zeit zur Fertigstellung des biblischen Kanons die Gabe der Prophetie gegeben, um danach die Gabe der Lehre und der Verkündigung den Platz der Propheten einnehmen zu lassen. Daher warnt die Bibel immer wieder davon, vor den falschen Propheten, die auch Irrlehrer genannt werden, weil sie Gottes Wort verdrehen, missbrauchen und abwerten. William Busch pflegt einmal zu sagen, dass ein echter Verkündiger eine Linie aus dem Bibeltext in das Leben des Hörers zieht. Und wie viele scheinbare Propheten, falsche Propheten, gibt es heute, die sagen, sie haben neue Offenbarungen oder Visionen empfangen und verkündigen sie als Gottes Wort an die Menschen. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen und zugleich vor ihnen warnen, vor dieser Art und Weise der Prophetie. Nur ein paar tragische Figuren zu nennen, sei einmal Benny Hinn nochmal genannt, Reinhard Bonnke oder Joel Osteen, Joyce Meyer übrigens auch, aber auch die Bestsellerin, Autorin Sarah Young. Über Young möchte ich einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Fremdes Feuer von John MacArthur lesen und in diesem sehr ausgezeichneten Buch, wo er sehr detailliert auch nochmal einzelne Missstände benennt, sagt er zu Sarah Young, dass sie die Autorin des Bestsellers Ich bin bei dir, eine Sammlung von Kurzandachten, die sie angeblich direkt von Christus selbst empfangen hat. Das ganze Buch ist in direkter Rede verfasst, als ob Jesus durch die menschliche Verfasserin direkt zum Leser spräche. Tatsächlich beansprucht Sarah Young für ihr Buch genau diese Autorität. Sie sagt, Jesus habe ihr die Worte gegeben und sie sei nur eine Zuhörerin. Sie gibt zu, dass ihre Suche nach außerbiblischen Offenbarungen mit dem quälenden Gefühl begann, dass die Bibel einfach nicht genüge. Sie schreibt, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr, immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Wen wundert es da, schreibt MacArthur, eine solche Einstellung Menschen von der Bibel wegzieht? Genau aus diesem Grund ist es so gefährlich, dass heutige Evangelikale ganz vergessen,
Genau aus diesem Grund ist es so gefährlich, dass heutige Evangelikale ganz versessen auf außerbiblische Offenbarungen sind. Sie kehren zu einem mittelalterlichen Aberglaube zurück und geben unsere grundlegende Überzeugung auf, dass die Bibel der einzig höchste und hinreichende Maßstab für unser ganzes Leben ist. Und dann schließt MacArthur, es bedeutet, das reformatorische Prinzip des Sola Scriptura vollständig aufzugeben. Genau das gehört mit den falschen Offenbarungen und eben auch zu den falschen Propheten. Im Übrigen ist es auch sehr erschreckend, dass Menschen wie John Piper, der durchaus ja viel Gutes geschrieben hat und auch viel Segen, wo Gott viel Segen durch ihn gewirkt hat, sich allerdings selbst als Kontinuist versteht. Ein Kontinuist ist einer, der daran glaubt, dass diese spektakulären Geistesgaben fortbestehen. Unsere Position würde an dieser Stelle eher mit dem Cäsationalismus beschrieben werden können, sozusagen, dass es aufgehört hat und also dass gewisse Gaben aufgehört haben oder einen gewissen Zeit während dem apostolischen Zeitraum gehabt hat. Und auf eine scheinbare Prophezeiung über John Pipers schwangere Frau reagierte er einmal mit dem folgenden Bericht, den er selber so auch veröffentlicht hat. Eine Frau kam zu mir, als meine Frau mit meinem vierten Kind schwanger war, und sie sagte, ich habe eine sehr schwere Prophezeiung für dich. Ich sagte, okay. An dieser Stelle hätte er schon sagen sollen, hey, das gibt's so nicht mehr. Aber er sagte, okay. Sie sagte, sie schrieb sie sogar auf und gab sie mir. Deine Frau wird bei der Geburt sterben und du wirst deine Tochter bekommen. Piper sagt, ich ging zurück in mein Arbeitszimmer, setzte mich hin und weinte einfach. Dann fährt er fort. Als wir unseren vierten Jungen, kein Mädchen, zur Welt brachten, heulte ich, wie ich es immer tue. Aber dieses Heulen war ein bisschen mehr, weil ich sofort nach der Geburt des Jungen wusste, dass dies keine wahre Prophezeiung war. Man kann also selbst an der persönlichen Erfahrung eines Führers, der sich evangelikal nennen lässt, wie John Piper sehen, welche zerstörerische Auswirkung moderne charismatische Prophetie haben kann, was im Letzten keine Prophetie im biblischen Sinne ist. Ich habe in meinem Vortrag über Okkultismus darauf verwiesen, dass es eine gewisse Parallele zwischen dem falschen Prophetentum der Neuzeit in manchen charismatischen und pfingstlerischen Kreisen gibt und der sogenannten weißen Magie. Es wird mit Gottes Wort viel Schindluder getrieben, wie Gott es nie geboten hat, sondern verboten hat, aber Näheres dazu in dem Vortrag über Okkultismus. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass der Prophetendienst durch den Verkündigungsdienst und Lehrdienst ersetzt wurde für die Gemeindezeit. So wie es auch Petrus an dieser Stelle in 2. Petrus 2,1 sagt und übrigens Paulus auch nochmal zu seinem Ziehsohn Timotheus bekräftigt. Er sagt, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Verkündige das Wort, verkündige die Heilige Schrift, meint er damit. Das ist auch der Auftrag der christlichen Kirche. Im Namen des Herrn zu sprechen, bedeutet sein Wort, das uns in der Heiligen Schrift vorliegt, sauber auszulegen und verständlich zu erklären. Und dieser Dienst ist stets mit viel Mühe, Einsamkeit, Arbeit, Schweiß, auch Tränen verbunden. Und bibeltreue Verkündiger bekommen heute ebenso wie die alttestamentlichen und neutestamentlichen Propheten Prügel für das, was sie sagen, weil sie Gottes Maßstab, Gottes geoffenbarte Maßstab in der vollkommenen Schrift der Bibel hochhalten. Und die Gesellschaft damit konfrontieren, die geoffenbarte Wahrheit ihnen vor Augen halten. Nach der Gabe der Prophetie kommen wir jetzt zum letzten Streich. Die Sprachenrede, der letzte Punkt. Neben der Gabe der Prophetie, wir haben die Apostel gesehen, die Heilung, das Gabe, die Prophetie und kommen jetzt zur Sprachenrede. Es wird wohl kaum eine Gabe so heftig diskutiert und disputiert wie die Sprachenrede. Manche nennen sie auch Zungenrede. Das Wort Sprachenrede kommt eigentlich aus dem Griechischen, Glossa, und bedeutet so viel wie Sprache oder einfach Zunge. Im klassischen Griechisch bezog sich Glossa schon immer auf echte Sprachen und nie auf eine Art ekstatisches, unverständliches Daherlallen. Auch heute haben wir in dem ersten Brief an die Korinther und in der Apostelgeschichte den größten exegetischen Fundus zur Beurteilung bzw.
ja, an Fakten vorliegen. Wir sehen, wie Paulus hier in 1. Korinther von spricht, einem anderen sind verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprache gegeben. Dann spricht er von verschiedenen Sprachen und das finden wir ähnlich auch nochmal beschrieben an diesen vier Stellen, die wir unten noch angefügt finden. Paulus verwendet dann ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 14, darauf, um mit den Korinthern über dieses Thema nochmal zu diskutieren. Ich würde da gerne heute detaillierter drauf eingehen, aber das würde den Abend und auch die Zeit sprengen. Möchte aber doch ein paar Punkte jetzt noch mit angehen. Und es gibt nur eine Sprachenredengabe und diese beinhaltet echte Sprache. Das ist schon mal eine wichtige These. Es geht aber um eine Person, die eine Sprache noch nie kannte, nicht gelernt hat, aber von jetzt auf gleich plötzlich sprechen kann. Manche Theologen nennen auch diese Sprachenrede Xenoglossie, weil sie eben von einer Fremdsprache reden, die sie so noch nicht kannte. Das muss ich mir vorstellen. Das, was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 11 zum Beispiel finden, wo die Apostel aufstehen am Pfingsttag und plötzlich Gottes Wort verkündigen in einer Sprache, die sie nie vorher gekannt haben. Sowas hätte ich mal im Französischunterricht gebraucht oder jetzt beim Hebräisch oder Griechisch büffeln. Aber der Frage, der wir jetzt mal nachgehen, ist die Frage, gibt es die Sprachenrede überhaupt noch? Vertreter der Pfingstler und der charismatischen Bewegung sind der festen Überzeugung, dass es sie noch gibt. Und dieselbe Überzeugung haben die Pfingstler und Charismaten auch über das Thema der Prophetie oder der Vision und Ähnliches. Und es ist interessant, dass beim Aufkommen der Pfingstlerbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es drei Wellen insgesamt. Am Anfang war das einmal die Pfingstgemeinde, dann die charismatische Bewegung 1960 und dann dieses Power Evangelism im Jahr 1980 ungefähr. Das waren die drei Wellen und die stets von diesen Phänomenen begleitet wurde, was sie dann als Zungen- und Sprachenrede oder eben auch als Prophetie bezeichneten. Spielte bei denen eine große Rolle. Und ich möchte an dieser Stelle nur mal ganz kurz auf ein wertvolles historisches Dokument hinweisen, ein wichtiges Bekenntnis, das eben auch aus dieser Zeit stand und eine Gegenposition vertreten hat. Das ist zusammengefasst in der sogenannten Berliner Erklärung von 1909. Auch das finden wir einmal verlinkt unter dem Video und das empfehle ich wärmstens einmal noch als von Zeitzeugen der damaligen Zeit, die sich sehr Sorgen gemacht haben um diese Menschen, die in dieser Bewegung dann auch waren. Sie haben das dann analysiert und sind dann zu einem Entschluss gekommen und haben das entsprechend in dieser Berliner Erklärung zusammengefasst. Bezüglich der Sprachenrede versuchte einmal eine Mission, die aus diesen Pfingstlerkreisen stammt, Folgendes einmal festzuhalten. Und sie gehörte zu einem Herrn Charles Parham und sie waren überzeugt, dass eben es heute noch diese Sprachenrede gibt. Und sie sagten, okay Leute, wir müssen einfach genug Menschen zusammensammeln. Wir müssen einfach in eine Situation, eine Missionssituation kommen und dann die Menschen einfach sich selbst überlassen, obwohl sie die Sprache nicht können, wird schon irgendwie werden. Und so hieß es dann von dieser Missionsorganisation in der Kansas City Times Zeitung, einer bekannten Zeitung, wo Folgendes geschrieben war. Es wird zu unserer Aufgabe gehören, der Kirche zu zeigen, wie nutzlos es ist, wenn Missionare viele Jahre mit der Vorbereitung auf ihre Arbeit im Ausland verschwenden. Schließlich brauchen sie doch nichts weiter zu tun, als Gott um Kraft zu bitten. Manche behaupten, dass wenn da jemand in Zungen redet, dass das einfach dann so kommt, heute noch auf diesem Missionsfeld. Das Interessante ist, was die hier beschreiben, dass das dann nach hinten losging. Diese Missionsstrategie ging aufs Übelste nach hinten los, als die Missionare nämlich vor Ort waren, auf kein Verständnis stießen. Und so mussten sie am Ende wieder zurückrudern und diese Missionsstrategie aufgeben. Manche behaupten, dass wenn da jemand in Zungen redet und Unverständliches daherlallt, dass das auch eine Form von Sprachenrede ist zur Selbstauferbauung, heißt es dann. Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 12, Vers 7, dass keine Gabe einfach für sich selbst gedacht ist, sondern stets zum allgemeinen Nutzen gedacht ist. Wir widersprechen hier daher aufs Schärfste, dass die heutige sogenannte Zungenrede in einem unverständlichen Daherlallen der biblischen Sprachenrede entspricht. Die Bibel kennt auch keine biblischen zwei Formen der Sprachenrede, sondern nur eine richtige.
Paulus erklärt den Korinthern in 1. Korinther 14, dass die echte Sprachenrede eigentlich nur ein Zeichen von Gottes Gericht ist. Und dass dieses Zeichen für Ungläubige, nämlich für die damaligen Juden, gegeben ist. Das kann man in 1. Korinther 14, Vers 21 bis 22 nachlesen. Dort steht: Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Israel hatte vom Alten Testament her ein starkes national-patriotistisches Ego ausgeprägt, ganz nach dem Motto: Wir sind der Bauchnabel der Welt. Durch Gottes Wahrheit, die ja nur letztendlich durch uns kommt und auch bei uns bleiben sollte, geht es uns gut, uns interessieren die Nachbarn nicht. Ein perfektes Beispiel darüber. Dazu findet man in Propheten Jona, der von Gott ja dorthin geschickt wurde, aber dann plötzlich böse wurde, als die Heiden Buße taten und Gott sich doch über sie erbarmte. Und so war es auch bei vielen Juden zur neutestamentlichen Zeit. Sie lehnten es ab, dass Gott sich auch den Heiden zuwenden kann. Und sie wurden erbost, wenn sie dann plötzlich sahen, dass Gott sich auch den Heiden sogar offenbaren konnte. Und das ist interessant, das sehen wir bei Paulus auch, als er einmal von seinem Bekehrungszeugnis spricht, angesichts von Juden, es ihnen erzählt und sagt, bis zu diesem Punkt, was Gott getan hat, und sich dann zu ihm wendet und sagt, damit das Evangelium auch an die Heiden verkündigt wird, dann rasten die aus. Dann hauen die auf den Putz, die hauen fast den ganzen Laden zusammen. Und er kann gerade noch davor gerettet werden. Da sehen wir diese Abneigung, die Juden im Neuen Testament großteils auch dann gegenüber der Heidenmission hatten. So wendete sich Gott. Jetzt aber plötzlich am Pfingsttag in all den unterschiedlichen Weltsprachen an sämtliche Heiden, die darum herum standen, an Leute, die aus sämtlichen Ländern kamen, in Sprachen, die nicht die hebräische Sprache war. Das war ein krasses Zeichen. Es war aber in erster Linie ein Gerichtszeichen für die Juden. Ein Gerichtszeichen, das bereits im Alten Testament angekündigt wurde. Und auf das geht übrigens Paulus auch in 1. Korinther 14 ein, und er sagt in Jesaja 28, das zitiert er, und er sagt, oder so sagt es jetzt hier auch Gott: So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Das ist quasi ein Zitat, was Paulus in 1. Korinther 14 aufnimmt, wo er hier anführt und zeigt, dass es ein Gerichtszeichen für die Ungläubigen ist, für die Juden. Das Gericht beinhaltete zum einen, dass Gott sich den Heiden zuwenden wird, weil Israel als Nation bis auf wenige Ausnahmen den Messias abgelehnt hat. Zum anderen kündigt es bereits die Zerstreuung der Juden an, in alle Nationen, in alle Sprachen, und die damit verbundene Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Und jetzt erfahren wir noch etwas Besonderes. In der bereits diskutierten Schlüsselstelle aus 1. Korinther 13, Vers 8, es steht nämlich dort, dass nicht nur die Prophetie weggetan wird, sondern auch die Sprachen aufhören werden. Das Verb, das hier verwendet wird, ist von dem Verb, das für Prophetie verwendet wird, unterschieden. Die Prophetie wird weggetan werden, abrupt, die Sprachen werden aber aufhören, auslaufen. Im Griechischen steht hier für ein Verb, das in einer Form des Mediums steht. Das heißt, die Sprache wird aus sich selbst aufhören bzw. auslaufen und die Gabe der Prophetie wird weggetan werden, sobald die Offenbarung der Heiligen Schrift abgeschlossen, vollkommen ist. Die Sprachenrede dagegen wird aus sich selbst auslaufen. Wer jetzt sagt, aber da gibt es doch ein ganzes Kapitel 14, was sich nochmal mit der Sprachenrede auseinandersetzt. Was hat es damit auf sich? Ich würde das sehr gerne jetzt auslegen, aber die Zeit wird uns fehlen. Und deshalb nochmal einen wärmsten Hinweis darauf, wen das wirklich interessiert, wie man 1. Korinther 14 zu verstehen hat. Dem empfehle ich den Kommentar unter dem Video an der entsprechenden Stelle, der ausführlich darauf eingeht. Ich habe auch die Stelle angegeben, wo man das dann in diesem PDF nachlesen kann. Wärmste Empfehlung, sich damit nochmal zu beschäftigen. Man hört ja immer wieder in Charismatik und Pfingsterkreise, die die Existenz der Sprachenrede hochhalten, dass man sich für den Geist öffnen muss, dass er wirken kann. Dann sprechen manche sogar auch von einem Lachen im Geist, von einem Trunkenwerden im Geist und vor allem von diesem ekstatischen Verhalten, wo man immer mehr passiv werden muss, dass der Heilige Geist durch einen wirkt. Und dann kommt das irgendwann schon von selbst, sagen sie dann. Aber diese Passivität ist Heidentum, hat nichts mit dem zu tun, was das neutestamentliche Christentum eigentlich meint. Dieses Geplapper und dieses Unkontrolliertsein,
was teilweise auch mit nach hinten fallen zu tun hat, ist eigentlich ein Gericht Gottes. Lesen wir immer wieder im Alten Testament. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 15, dass er im Geist und mit Verstand beten will. Beides zusammen. Eine in schwärmerischen Bereichen gepredigte Passivität, ganz nach dem Motto Let go and let God, entspricht nicht der Bibel, sondern dem Schwärmertum, dem Schamanismus und im Letzten eigentlich auch dem Heidentum. Die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir ja unsere ganze Hoffnung auf Christus setzen. Was er am Kreuz getan hat, gilt für uns. Er hat alles vollbracht. Er macht uns gerecht durch den Glauben an seinen Opfertod am Kreuz. Aber die Schrift ruft uns auch auf zu einem aktiven Christenleben und nie zu einem Passivsein. Und da habe ich aber eine ganze Liste aufgeführt, die wir im nächsten sehen, dass das Neue Testament eben nicht zu einer Passivität aufruft, sondern ringt, bittet, sucht, klopft an, jagt nach, widersteht dem Teufel, flieht der Unzucht, flieht den Götzendienst, naht euch zu Gott, wachet und betet. Das widerspricht diesem Aufruf von Pfingst- und charismatischen Kreisen zur Passivität, zu einer sich öffnen und einfach mal wirken lassen. Das ist eher Meditation. Das ist biblisches Christentum, was wir hier finden. Das ist der praktisch aktive Auftrag der Christen und nicht die Passivität. Was für eine praktische Schlussfolgerung können wir aber jetzt aus dieser Sprachenrede für unser Leben noch ziehen? Drei Punkte seien hier genannt. Einmal mehr eine Wertschätzung von Gottes Wort und eine Genügsamkeit der Schrift, dass wir es ernstlich studieren, dass wir es lernen, dass wir es auswendig lernen, dass wir es lehren und uns eine biblische Denkweise aneignen, mit der der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Zum Zweiten ist die Sprachenrede beziehungsweise auch der falsche Umgang heute damit, unsere Erinnerung daran, nicht wie die Heiden zu plappern. Jesus sagt mal in Matthäus 6, Vers 7, dass wir nicht plappern sollen, wenn wir beten wie die Heiden, sondern klare Worte, klare, verständliche Worte machen sollen, dass wenn wir mit unseren Mitmenschen sprechen, nicht in einem frommen Kananäisch daherkommen sollen, sondern dass wir auf eine einfache, echte Art auf sie eingehen sollen und so die biblische Wahrheit vermitteln sollen, eine Brücke in ihr Leben schlagen sollen, sodass Jesus Christus in ihr Leben hineinwirken kann und sie mit seinem Wort konfrontiert werden. Zum Dritten kommen wir offensichtlich nicht um die Anstrengung herum, neue Sprachen zu lernen, um neue Missionsfelder aufzuschließen oder sich zu erschließen. Es hat sich schon immer ausgezahlt und es ist nie zu spät dafür, eine neue Sprache zu lernen. Egal, ob du begabt bist, Sprachen zu lernen oder nicht, ich möchte dich dazu ermutigen. Lass dich darauf ein, deine Sprachkenntnisse, egal welche du hast, auszubauen, um ja einfach die Gabe der Sprache auch zu nutzen. Zum einen hat es einmal eine ganz gute Übung für unser Gehirn, weil sich dadurch neue Synapsen und Knotenpunkte bilden können, wie ich mal von Ärzten gehört habe. Zum anderen aber kann es uns eben auch eine offene Tür geben, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht unsere Sprache sprechen, um Gottes Wort und sein Evangelium weiterzugehen. Und damit komme ich jetzt zum Schluss dieses Vortrags. Hat eine ganze Menge Tobak, eine ganze Menge Sprengstoff beinhaltet. Prüfe diese Aussagen anhand der Schrift und nicht anhand deiner Erfahrung. Ich möchte das Thema über Wunder und Zeichengabe mit einem letzten wichtigen Nachwort schließen. Unsere Welt ist voller Schaulustige. Wir möchten gerne spektakuläre Visionen, wir möchten gerne Wunder und Zeichen sehen. Etwas, was uns von unserem langweiligen Alltag ablenkt. Begeistert. Was begeistert dich? Was begeistert uns heute? In Johannes 3 steht, dass wenn ein Mensch von neuem geboren wird, das heißt, wenn einer Christ wird, Gottes Reich und seine Wunder, dass er sie sehen kann, dass er Gottes Reich sehen kann, Gottes Wirken. Und die größten Wunder geschehen heute noch. Wann? Wenn ein Mensch von neuem geboren wird, wenn ein Mensch Christ wird. Wenn einer, der sich von Geburt an auf direktem Weg in die Hölle befindet, in der Rebellion gegen Gott lebt, den Ausweg in den Himmel findet. Kurz, wenn er von neuem geboren wird. Wenn einer vom Tod zum Leben durchdringt, wenn einer der Herrschaft, der Sünde und der Rebellion gegen Gott und sein Wort in seinem Leben absagt und den Sieg und die Herrschaft Jesu Christi vom Kreuz über seinem Leben anerkennt. Das ist das größte Wunder. Es verlangt uns als Gemeinde danach, dass dieses Wunder in noch vielen Menschen in Hannover, in unserem Land, in Deutschland, aber auch auf der Welt geschieht. Und das ringen wir, dass noch viele Menschen zu Jesus finden. Dass heute noch Menschen ihr ganzes Vertrauen auf
nicht auf ihr Hab und Gut, auf ihre Gaben, auf ihr Können, setzen noch auf ihre Ausbildung, sondern auf Christus allein. Und schon hier ewiges Leben finden. Und so die größte Gabe bekommen. Das ewige Leben in Christus Jesus. So möchte ich am Ende dieses Vortrags noch den folgenden Vers mit den ernsten Worten von Jesus anfügen aus der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 21, Vers 3 bis 23 steht: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Auf die Frage, was der Wille des Vaters ist, lesen wir in Johannes 6, Vers 29. Das ist das Werk Gottes, das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, Jesus Christus. Herr Jesus, danke schön, dass wir dieses Wort haben, dass dieses Wort ein Trost im Leben und im Sterben ist, den Heiland zu haben, das größte Heil in Christus zu haben, zu wissen, dass du den inneren Menschen neu schaffen kannst. Wenn es dir gefällt, Herr, dann kannst du dich auch äußerlicher Gebrechen annehmen. Da wollen wir auch für unsere Gemeinde bitten, wo Kranke sind, dass du Genesung schenkst. Aber wir möchten dich vor allem bitten, dass noch viele Menschen, die äußerlich gesund und lebendig sind, aber innerlich tot sind, auferweckt werden zum ewigen Leben und noch in dieser Zeit mit der Ewigkeit verbunden werden. Danke, dass du diese Kraft hast. Danke, dass du Propheten geschenkt hast, Apostel geschenkt hast und diese unterschiedlichen Sprachen zur neutestamentlichen Zeit. Dankeschön, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass wir im vollkommenen Sinne dieses Wort Gottes vor uns haben dürfen. Herr, lehre und unterweise uns weiter und lass uns in deiner Wahrheit reifen für die Ewigkeit. Amen.